Der Konsum von Cannabis als Genussmittel entwickelt sich in Europa und den USA in den 60er und 70er Jahren. Schnell wird er zum Symbol einer Gegenkultur, die in den Medien großen Anklang findet. Obwohl es nur wenige Studien über seine Wirkung gibt, behandelt die UNO Cannabis als Betäubungsmittel und ordnet es neben Heroin, Kokain und LSD ein. Jahre später hat sich die Situation in Europa verändert. Cannabis ist zur Alltagsdroge geworden. In den einzelnen Ländern wird dieses Phänomen sehr unterschiedlich betrachtet. Jedes Land hat eine andere Toleranzschwelle. Und in den 80er und 90er Jahren sorgt die Forderung nach der Legalisierung von Cannabis erneut für Diskussionsstoff. Doch noch immer fehlen objektive Daten, wie sich Cannabiskonsum auf das Gesundheitswesen auswirkt. Seither werden viele Studien über das Phänomen Cannabis, seine Entwicklung und seine Wirkung auf Organismus und Gehirn durchgeführt. Doch die Veröffentlichung mancher Ergebnisse sorgt für neue Kontroversen, beunruhigt die Öffentlichkeit und führt zu widersprüchlichen politischen Entscheidungen. Dabei sind sich Forscher und Gesundheitsexperten in vielen Punkten einig und ihre Stimmen verdienen es, gehört zu werden. Cannabis ist die mit Abstand am häufigsten konsumierte illegale Droge der Welt. Und ihr Verbrauch hat sich in den letzten 5 Jahren in Europa scheinbar noch erhöht. Die Europäische Referenzbehörde in Drogenfragen ist die Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, eine unabhängige Organisation, die seit 1993 im Auftrag der EU-Kommission tätig ist. Unsere Aufgabe ist es, die politischen Entscheidungsträger der EU und ihrer Mitgliedstaaten mit verlässlichen und vergleichbaren Informationen über Drogen und Drogenabhängigkeit zu versorgen. Wir liefern also die Beweisgrundlage für politische Entscheidungen. Die aus internationalen Experten zusammengesetzte Beobachtungsstelle gibt jährlich einen Bericht über legale und illegale Drogen in Europa heraus. Ende 2008 veröffentlichte sie ihre erste Monographie zum Thema Cannabis, in der alle verfügbaren europäischen Daten zusammengefasst sind. Mit all diesen Informationen wollten wir nicht das Rad neu erfinden, sondern nur sammeln, was heute in Europa über das Thema bekannt ist. What we see is in the last few years from the year 2000. Wir beobachten seit 2000 in vielen Ländern eine scheinbare Stabilisierung des Cannabiskonsums. Über 10 Jahre stieg er stetig an. Doch dann kam ein Zeitpunkt, an dem diese Zunahme aufhörte. Expansion is not continuing anymore. Von den rund 300 Millionen Europäern zwischen 15 und 64 haben 71 Millionen mindestens einmal in ihrem Leben Cannabis probiert. 13 Millionen erklären, es im Laufe des letzten Monats mehrfach konsumiert zu haben. Wir haben diese Zahlen mit den USA, Kanada und Australien verglichen. Der europäische Verbrauch ist im Verhältnis niedriger als jener dieser Länder. Noch vor 10 Jahren lag die Verbrauchsrate in einigen Ländern noch sehr hoch, in allen anderen aber sehr niedrig. Inzwischen haben sich die Länder einander angeglichen, sodass in den meisten Ländern ein mittlerer bis hoher Verbrauch vorliegt. Das Paradoxe? Die Verteilung des europäischen Cannabiskonsums steht offenbar in keinem Zusammenhang mit der legalen Toleranzschwelle einzelner Länder. In den Niederlanden liegt der Cannabiskonsum im mittleren Bereich, während die Verfügbarkeit dort vergleichsweise hoch ist. In Frankreich dagegen ist Cannabis weniger leicht verfügbar als in Holland, aber die Verbrauchsraten liegen deutlich höher. Es lässt sich nur sehr schwer ein direkter Zusammenhang zwischen der Cannabispolitik einerseits und der Verbrauchsmenge andererseits herstellen. Falls hier ein Zusammenhang besteht, ist er sehr komplex. In der französischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in Saint-Denis wird unterstrichen, welcher tiefgreifende Wandel sich an den Daten ablesen lässt.
Cannabis wird nicht mehr nur in Städten konsumiert, sondern etwa im gleichen Maß auch in ländlichen Gebieten. Das gleiche gilt für die gesellschaftlichen Milieus. Der Konsum verteilt sich gleichmäßig durch alle sozialen Schichten. Bis zum Erwachsenenalter, also bis zur symbolischen Schwelle von 18 Jahren, ist in Frankreich mittlerweile ein Großteil der Jugendlichen mit diesem Stoff in Berührung gekommen. Kulturell gesehen wird also das Experimentieren mit Cannabis, ich spreche nicht vom Konsum, bei Jugendlichen zum Normalfall. Cannabis ist also längst nicht mehr Aushängeschild einer Gegenkultur. Sein Konsum ist selbstverständlich geworden. Aber hat sich auch der Stoff selbst verändert? Der Wirkstoff, der Cannabis zur Droge macht, nennt sich Tetrahydrocannabinol oder kurz THC. In konzentrierter Form kommt er vor allem im blühenden Teil der ausgewachsenen Pflanze vor. Zu den traditionellen Besonderheiten in Europa gehört es jedoch, dass vor allem das aus der Pflanze gewonnene Harz konsumiert wird. Zur aktuellen Situation hier eine Analyse aus einem Untersuchungslabor der französischen Polizei. Wir analysieren alle von der Polizei, von Gendarmerie und Zoll sichergestellten Betäubungsmittel. Bei Cannabis macht das Harz 90% aller sichergestellten Funde aus. Wenn wir also von Haschisch sprechen, meinen wir damit das Cannabis-Harz. Liegt die Dosierung von THC im heutigen Haschisch höher als vor 20 Jahren? Hier werden zwei aus Marokko stammende Stücke getestet, die willkürlich aus der Asservatenkammer herausgegriffen wurden. Beim ersten großen Stück stellen wir einen Prozentsatz von 3% THC fest. Beim zweiten mit dem Logo liegt der Gehalt an THC bei 12%. Der Gehalt hat sich in den letzten 10 Jahren leicht erhöht. Er ist von 8 auf durchschnittlich 10% geklettert. Ein sehr geringer Anstieg. Doch vielleicht verändert sich auch hier etwas. Europäer rauchen noch immer 70-80% des weltweit produzierten Cannabis-Harzes. Die Konsumgewohnheiten hier unterscheiden sich stark von jenen in den USA. Dennoch haben wir auf einigen Märkten beobachtet, vor allem in Großbritannien, dass ein Trend zum immer besser verfügbaren, lokal produzierten Cannabis stattfindet, welches intensiv angebaut wird und damit mehr THC aufweist. Diesen Trend bestätigt auch Dr. Leslie King in London. Er ist Mitglied des britischen Rats für Drogenmissbrauch. 81% des heute auf der Straße konsumierten Cannabis ist Cincimilla oder Skunk, also intensiv angebautes Cannabis. Die starke Zunahme der Treibhauszucht von Cannabis begann etwa im Jahr 1990. Hierfür werden ausgewählte Samen verwendet. Sie werden nicht genetisch verändert, sondern nur danach ausgewählt, Pflanzen mit hohem THC-Gehalt hervorzubringen. Diese Pflanzen stehen unter intensiver Lichteinstrahlung, die sie schneller wachsen lässt. So wird eine reichere Ernte erzielt. Die durchschnittliche Potenz eines intensiv produzierten Cannabis guter Qualität liegt bei 15%, teilweise auch höher, aber oft deutlich niedriger. Vielfach ist der THC-Gehalt auch nicht von dem traditioneller importierter Ware zu unterscheiden. Im Laufe der letzten 10 Jahre ist der Anteil der Cannabis-Produkte mit einem höheren THC-Gehalt als 15% stabil geblieben. Er liegt zurzeit bei nur 2-3% des gesamten Cannabiskonsums in Europa. Cannabis ist eine Droge mit einem breiten Spektrum an Produktqualitäten. Die Frage ist, ob das eine Rolle für das Gesundheitssystem spielt. Wenn wir Alkohol damit vergleichen, ist ein Glas Wein nicht unbedingt schädlicher als ein Glas Bier. Es hängt immer von der konsumierten Menge ab und davon, wie der persönliche Konsum an das Produkt angepasst wird. Ein besonders wirksames Cannabis könnte bei unerfahrenen Konsumenten sogar mit höherer Wahrscheinlichkeit zu unangenehmen Reaktionen führen und sie davon abhalten, die Droge zu konsumieren. Es ist also nicht die veränderte Zusammensetzung von Cannabis, die für Besorgnis im Gesundheitswesen sorgt.
Die Situation hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Nicht, dass der Konsum weiter zugenommen hätte. Er ist recht stabil und es gibt sogar gute Neuigkeiten, denn er ist unter den jungen Leuten leicht zurückgegangen. Aber wir beobachten veränderte Verbrauchsgewohnheiten. Von 13 Millionen Europäern, die im vergangenen Monat Cannabis konsumierten, taten dies 10 Millionen nur vereinzelt, oft anlässlich einer Feier. Doch etwa 3 Millionen Europäer konsumieren es täglich. Wir erleben immer mehr Cannabiskonsumenten, die sich zur Behandlung in Drogentherapiezentren begeben. Da geht es dann nicht mehr um den Joint mit Freunden am Wochenende, sondern eine gewisse Anzahl von Joints am Tag. In der Vergangenheit war Cannabis eine Droge, die ausprobiert, eine Zeit lang konsumiert und dann schnell wieder aufgegeben wurde. Inzwischen haben wir es mit Menschen zu tun, die früher mit der Droge anfangen und bei denen sich Parallelen zum Alkoholkonsum zeigen. Langfristig wird dies gravierende Auswirkungen auf das Gesundheitswesen haben. Inwiefern werden diese neuen Konsumgewohnheiten zu größeren Problemen im Gesundheitswesen führen? In Biarritz leistet Anissa Sko Präventionsarbeit bei jungen Surfern, um sie für das Problem zu sensibilisieren. Sie sieht durchaus reale Gefahren im Cannabiskonsum, wenn auch nicht die üblichen. Eines der Hauptprobleme beim Cannabis sehe ich darin, dass es geraucht wird. Bei allen Stoffen, die geraucht werden, entstehen Verbrennungsprodukte wie Teer und polyzyklische aromatische Amine, also Stoffe, von denen wir inzwischen sicher wissen, dass sie krebserregend sind. Es ist also wichtig, sich das gar nicht erst anzugewöhnen. Das Gleiche gilt für Zigaretten. Es ist nicht so schlimm, wenn jemand ein paar Jahre lang ein bisschen geraucht hat. Aber es darf nicht zur Gewohnheit werden. In unseren Ländern spielen Zigaretten natürlich eine viel größere Rolle als Cannabis. Aber es ist schon besorgniserregend, dass es Jugendliche gibt, die teilweise mehrmals täglich Joints rauchen. Wenn sich dieser Konsum über mehrere Jahre erstreckt, ist mit all den Risiken zu rechnen, die wir vom Zigarettenrauchen kennen. Dann wird es nämlich zum gefährlichen Langzeitkonsum. Diese Sorge ist in Europa umso berechtigter, als Cannabis hier zumeist mit Tabak vermischt geraucht wird. Beim Mischen von Tabak mit Cannabis sollte einem nicht nur der Cannabiskonsum Sorgen machen, sondern auch die Auswirkungen des Rauchens. Gleichzeitig gibt es in Europa einen Trend zu mehr politischer Kontrolle und öffentlicher Sensibilisierung für die Gefahren des Rauchens. Es verliert an Popularität. Und vielleicht wird sich dies auch auf den Cannabismarkt auswirken. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass sich gerade junge Leute von der Droge abwenden. Ein weiteres Paradox: Die größte objektive Gefahr des Cannabiskonsums ist die Gesundheitsgefährdung, von der die meisten Konsumenten betroffen sind. Dennoch konzentrieren sich die Präventionskampagnen ausschließlich auf die Risiken von Cannabis als Droge. Malaise, Angoisse, Bad Trip, Dekonzentration, Perte de Mémoire, le Cannabis est une réalité. Was ist überhaupt über die psychoaktive Wirkung von Cannabis bekannt? Neuropharmakologische Forschungsteams haben vor 10 Jahren entdeckt, dass Cannabis eine Vielzahl von Rezeptoren aktiviert, die in allen Bereichen unseres Gehirns verstreut liegen und ausschließlich mit den komplexen THC-Molekülen reagieren. Zu den wenigen Stellen im Gehirn, an denen es nur sehr wenige Cannabinoid-Rezeptoren gibt, gehört das Kontrollzentrum des vegetativen Nervensystems. Dies ist einer der Gründe, weshalb Cannabis keine toxische Substanz in dem Sinne ist, dass sie zum Tod führen kann. Dass diese Rezeptoren an allen anderen Stellen zahlreich vorhanden sind, liegt daran, dass ein weit verbreitetes System in unserem Gehirn Moleküle vom gleichen Typ wie THC produziert und verwendet.
Das Einzige, was Cannabis bewirkt, ist eine Anregung der Aktivität jenes Systems, das wir als Endocannabinoid-System bezeichnen. Es ist an der Steuerung von mehreren physiologischen Reaktionen unseres Gehirns und unseres Organismus beteiligt. Die Aufgaben dieses Systems und die Folgen seiner Aktivierung durch Cannabis herauszufinden, ist eines der Ziele des Labors. Eine komplexe Aufgabe. Eine der Aufgaben des Endocannabinoid-Systems auf dem Gebiet der Erinnerung ist es, all das vergessen zu machen, was sich negativ auf unsere Emotionen auswirkt. Das ist sehr wichtig für eine angemessene Gefühlskontrolle. Wenn dieses System nun durch eine von außen zugeführte Droge aktiviert wird, passiert Folgendes. Der Konsument bekommt Schwierigkeiten, sich an Dinge zu erinnern, die nach dem Cannabiskonsum vorgefallen sind. Bei Mäusen unter THC wirkt sich dies so aus, dass sie eine Umgebung, die sie bereits vor einer halben Stunde kennengelernt haben, so erforschen, als wären sie zum ersten Mal hier. Das Endocannabinoid-System spielt auch eine wichtige Rolle für unsere allgemeine Affektkontrolle. Die Aktivierung dieses Systems durch Cannabis hat eine Reihe von Wirkungen, die nur schwer zu kontrollieren sind. Cannabis kann das Angstgefühl steigern oder dämpfen, je nach Empfindlichkeit des Betroffenen oder seinen Erfahrungen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Wenn jemand Cannabis konsumiert, ist es nur schwer zu kontrollieren, wie sich dieses wirklich auf sein Angstgefühl auswirkt. Dieses Endocannabinoid-System spielt eine sehr komplexe Rolle. Wie werden diese subtilen Eingriffe in ihre Gehirne von den Konsumenten selbst erlebt? Catherine Renault hat in Zusammenarbeit mit der EBDD eine Studie über junge Erwachsene erarbeitet, die regelmäßig Cannabis konsumieren. Auch wenn die große Mehrheit von ihnen täglich Cannabis konsumiert, erlebt mehr als die Hälfte keine unerwünschten Nebenwirkungen. Bei den anderen hängen die negativen Auswirkungen nach eigener Einschätzung stark mit Überdosierungen zusammen. Sie erleben solche Nebenwirkungen also an Tagen, wo sie mehr rauchen als sonst. Dann sprechen sie oft von Apathie, Müdigkeit und Problemen, morgens aufzuwachen. Nicht einmal jeder Fünfte berichtet über Gedächtnisprobleme. Wenn sie zu diesem Thema befragt werden, äußern sie dies nicht als vorrangiges Problem in ihrem Leben, sondern sprechen eher von Gedächtnisproblemen zum Zeitpunkt des Stoffkonsums selbst. Im Großen und Ganzen bereitet ihnen dies im Alltag keine Probleme. Jedenfalls hindert es sie nicht daran, einer Arbeit nachzugehen. Nur sehr wenige berichten über unerwünschte psychische Nebenwirkungen. Wenn von Bad Trips die Rede ist, also von schlimmen Rauschzuständen und Wahnvorstellungen, so beziehen sich diese Berichte eher rückblickend auf den Anfang ihrer Cannabiskarriere. Bei diesen Leuten beobachten wir also tatsächlich eine gewisse Stabilität im Hinblick auf ihren Cannabiskonsum und sie sehen eher positive als negative Auswirkungen ihrer Praxis. Dennoch macht sich so mancher Experte Sorgen, dass ein potenzieller Zusammenhang zwischen intensivem Cannabiskonsum und dem Auftreten psychotischer Störungen bestehen könnte. Die Krankheitsbilder, mit denen wir uns befassen, setzen zu Beginn des Erwachsenenalters oder in der Jugend ein. Und das ist typischerweise der Zeitraum, in dem Jugendliche Suchtstoffe zu sich nehmen, besonders Cannabis. Die Leute, die mit einer ersten psychotischen Episode zu uns kommen, sind zu 70% regelmäßige Konsumenten. Nehmen Cannabis also mindestens einmal wöchentlich zu sich. Deshalb sehen wir zumindest einen statistischen Zusammenhang zwischen dem Auftreten psychotischer Symptome und dem Konsum von Cannabis. In London führt John Witten entsprechende Forschungen am Maudsley-Institut durch. Er ist Autor des Kapitels über die Auswirkungen des Cannabiskonsums auf die physische und geistige Gesundheit in der EBDD-Monographie.
Der Zusammenhang zwischen Cannabis und Psychosen wird in der wissenschaftlichen Literatur seit über 100 Jahren untersucht. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat es eine Reihe von Studien in Neuseeland, Australien, den Niederlanden und Deutschland gegeben, die alle den gleichen Bezug herstellen, nämlich, dass der regelmäßige Gebrauch von Cannabis mit einem späteren Auftreten von Psychosen in Zusammenhang gebracht werden kann. Gegen diese Ergebnisse spricht, dass die Anzahl der Schizophreniefälle in der westlichen Welt in den letzten 30 Jahren nicht zugenommen hat. Wir stehen also vor einem Rätsel. In der neurowissenschaftlichen Abteilung der Universität Maastricht arbeitet das Team von Professor Jim van Oos seit mehreren Jahren daran, dieses Rätsel zu lösen. Wir wissen, dass es einen Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und der späteren Entwicklung psychotischer Symptome gibt. Was wir nicht wissen, ist, welche biologischen Mechanismen dafür sorgen, dass Cannabiskonsum das Risiko erhöht, solche Symptome zu entwickeln. In den Niederlanden können, dank der Legalisierung von Cannabis, Experimente an Menschen durchgeführt werden. Rebecca Küpper untersucht die neurobiologischen Auswirkungen von THC auf das Gehirn von Konsumenten, die als psychotisch diagnostiziert wurden. Wir sehen nicht bei allen Cannabiskonsumenten ein erhöhtes Schizophrenierisiko, sondern nur bei einer kleinen Untergruppe. Das bringt uns natürlich zu der Annahme oder sogar zu der Überzeugung, dass es eine unterschiedliche Sensibilität für die psychoseinduzierende Wirkung von Cannabis geben muss. Nach Verabreichung von THC werden die Patienten in einen hochauflösenden Tomographen geschoben. Ziel ist es, mögliche Interaktionen zwischen vorübergehend durch das THC hervorgerufenen und psychotisch bedingten neurobiologischen Veränderungen festzustellen. Klassische psychotische Symptome wie Wahnvorstellungen oder Halluzinationen werden mit einem Überschuss an Dopamin in einer bestimmten Gehirnregion in Zusammenhang gebracht. Wir wissen aus Studien an Tieren, dass THC die Freisetzung von Dopamin im sogenannten Corpus striatum hervorruft oder erhöht. Daher ist es auch wahrscheinlich, dass THC das Risiko für die spätere Entwicklung von psychotischen Symptomen erhöht, indem es zu einer Erhöhung der Dopaminkonzentration oder zu einer Dopaminfreisetzung im Corpus striatum führt. Diese Experimente liefern vielleicht einen Schlüssel zu der Verbindung, die zwischen Cannabis und Psychose besteht. Gesundheitspolitisch ist die Botschaft schon jetzt eindeutig. Es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Menschen gleich auf Cannabis reagieren. Wer bei sich selbst merkwürdige, unangenehme Nebenwirkungen beobachtet, sollte vielleicht besser aufhören. Die Betroffenen können es wie Rauchen bei Migräne oder wie eine Allergie betrachten. Wir geben unseren psychotischen Patienten, die Cannabis rauchen, zu verstehen, dass sie damit ihre Symptome verschlimmern. Ich erkläre ihnen, dass sie damit Öl ins Feuer gießen. Vielleicht war Cannabis nicht der Auslöser ihrer Erkrankung, aber es steht einer Stabilisierung des Gesundheitszustandes im Weg. Ein Zusammenhang zwischen Cannabis und Schizophrenie besteht nur bei einer sehr geringen Anzahl von Konsumenten. Die große Mehrheit wird nur sehr selten mit solchen Problemen konfrontiert. Warum also haben die Hilfsgesuche wegen Problemen mit Cannabis in den letzten Jahren so spektakulär zugenommen? Auch in Straßburg wurde dieser Trend beim Informationsdienst für Alkohol, Drogen und Tabak festgestellt. Dort werden jedoch die verschiedenen Gründe für die Anrufe betont. Wir bekommen sehr viele Anrufe, etwa 200.000 im Jahr. Und Cannabis macht einen großen Anteil aus. An erster Stelle steht natürlich der Alkohol, aber gleich danach Cannabis, das etwa 35% der Anrufe ausmacht. Bei genauer Betrachtung gibt es einerseits den Anteil der Konsumenten, das sind etwa 40%, und 60% der Anrufer sind Eltern. Es ist kein Klischee, dass Mütter die Taschen ihrer Kinder ausleeren, bevor sie sie in die Waschmaschine stecken, dabei ein Stück Shit finden und hier völlig aufgelöst anrufen. Ouais, je fume plusieurs joints par jour. À l'école, c'est dur d'enregistrer quelque chose en étant défoncé.
Die Kampagnen zielen auf Jugendliche ab, weil hier eine massive Zunahme stattgefunden hat. Allerdings geht es hier meist ums Ausprobieren. Die meisten hören wieder auf. Même si on écrit ce qu'on entend, c'est clair, à la fin de la journée, on n'a rien enregistré. Moi, j'ai foiré un trimestre comme ça. Eine Kampagne für Jugendliche. Die meisten Anrufer waren aber zwischen 35 und 45. Wir versuchen, die Gründe für den Konsum herauszufinden. Bei einer ganzen Reihe von Anrufen reicht das schon. Es geht darum, die eigene Situation zu analysieren, seine Prioritäten neu zu setzen und sich seiner Handlungen bewusst zu werden. Manchmal reicht das aber auch nicht, dann gehen wir anders vor. Der Berliner Therapieladen war die erste Einrichtung in Europa, die Mitte der 80er Jahre eine Anlaufstelle und gezielte Therapien für Cannabiskonsumenten mit Problemen anbot. Also als wir 1985 begonnen haben, waren wir ja noch eine sehr, sag ich mal, exotische Institution, weil die Drogenhilfe, die Suchthilfe ja sich primär um Heroinabhängige auch gekümmert hat und Cannabis eben eher so am Rande war und nicht als wirkliche Abhängigkeitsproblematik gesehen wurde. Es gibt ein breites Spektrum. Also wir erreichen Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr bis hin zu Mitte 50-Jährige. Also wir erreichen das gesamte Altersspektrum. Es ist so, durchschnittlich kommen Cannabiskonsumenten mit Problemen um die Mitte 20. Ja? Das heißt, sie haben dann bereits schon 10 Jahre Konsumerfahrung und auch zum Teil längere Zeit schon Probleme. Wir haben in den letzten 5 oder 6 Jahren einen dramatischen Anstieg der Therapienachfragen verzeichnet, der nach jüngsten Erhebungen wieder etwas abzuflachen scheint. Wie lässt sich das erklären? Das ist schwierig. Einer der Punkte ist sicher die zunehmende Verfügbarkeit von Therapien, aber auch ein zunehmendes Bewusstsein für Cannabis-Probleme, sowohl auf professioneller Seite als auch bei den Konsumenten selbst. Es gibt eine kleine Gruppe von intensiven Konsumenten, die wirklich Anzeichen einer Abhängigkeit zeigen, die also Probleme haben, ihren Konsum aufzugeben und den Stoff nicht mehr zu sich zu nehmen. Sie brauchen wirklich eine Behandlung. Ganz ähnlich wie für andere psychoaktive Substanzen. Andererseits gibt es Leute, die nur 1 oder 2 Sitzungen brauchen, bei denen es vor allem darum geht, zu informieren. Kann Cannabis also doch zur Abhängigkeit führen? Ganz im Gegensatz zu der unter seinen Konsumenten weit verbreiteten Ansicht? Was meinen Professor Maldonados Labormäuse in Barcelona? Unsere Forschungen haben zum Beispiel gezeigt, dass einige Mäuse nach Verabreichung von Cannabis Genuss empfanden. Eine Maus, der THC verabreicht wurde, wird in eine Box gesperrt. Später bekommt sie eine neutrale Substanz und wird in eine andere Box gesteckt. Dieser Zyklus wird mehrfach wiederholt. Und am Tag des Experiments bekommt sie freien Zugang zu beiden Boxen. Diese Maus zeigt eine deutliche Vorliebe für THC. Wir haben auch gezeigt, dass sich Mäuse Cannabis-Derivate selbst verabreichen. So wie ein Mensch, der sich die Droge besorgt, verabreicht sich die Maus die Droge selbst und wird selbst nach langen Phasen der Abstinenz rückfällig. Es gibt also durchaus ein gewisses Suchtverhalten bei Cannabis, das anhand solcher Nagetiermodelle nachgewiesen werden kann. Dies ist nach wie vor sehr umstritten. Die an Suchtphänomenen beteiligten Mechanismen stehen im Zentrum neuester Forschungen in der Neurobiologie. Jedes neue Ergebnis kann vorangegangene Interpretationen in Frage stellen. Si l'animal
Dass sich ein Tier einen Stoff selbst verabreicht, heißt nicht unbedingt, dass dieser Stoff süchtig macht, sondern dass er für eine gewisse Befriedigung und damit für eine wiederholte Einnahme sorgt. Dies entspräche nicht einer pharmakologischen Abhängigkeit. Vor einigen Jahren wurde nachgewiesen, dass Genusserfahrungen im Zusammenhang mit der Freisetzung eines bestimmten Neurotransmitters stehen, vor allem Dopamin. Hier liegt vielleicht auch der Fehler in der Argumentation. Viele glauben, wenn Dopamin an der Entstehung von Genusserfahrungen beteiligt sei, müsse es auch zur Abhängigkeit führen. Wir versuchen jedoch zu zeigen, dass Dopamin zwar an der Entstehung von Genusserfahrungen beteiligt ist, aber dass es trotzdem nichts mit der Entstehung von Abhängigkeiten zu tun hat. Im Grunde ist Dopamin nämlich abhängig von einem System, das ihm übergeordnet und vorgeschaltet ist und mit zwei anderen Neuromodulatoren arbeitet, nämlich Noradrenalin und Serotonin. Es gibt ein äußerst reaktives Noradrenalinsystem, das unsere Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung unserer Umwelt steuert. Und andererseits haben wir das Serotoninsystem, das dazu dient, unser Gehirn vor äußeren Ereignissen zu beschützen. Wir glauben herausgefunden zu haben, dass durch wiederholten Drogenkonsum diese beiden Systeme angeregt werden und dass die biologische Folge dieser Aktivierung eine Entkopplung ist. Jedes dieser beiden Systeme, die sich normalerweise gegenseitig steuern, wird autonom. Das Noradrenergesystem folgt einem sehr starken Drang. Und das Serotoninergesystem reagiert andererseits nicht mehr. Es findet also keine Impulskontrolle mehr statt. Dann haben wir es mit einer pharmakologischen Abhängigkeit zu tun. Das Team um Jean-Paul Tassin hat nachgewiesen, dass Amphetamine, Kokain, Heroin und Alkohol zu einer solchen Entkopplung führen. Im Fall von Cannabis haben wir, um wie bei den anderen Stoffen auch, mehrfach Injektionen durchzuführen, den Tieren kein Cannabis, sondern seinen Wirkstoff Tetrahydrocannabinol injiziert. In der Folge gab es keine Entkopplung. Daraus schließen wir, dass THC selbst nicht zur Abhängigkeit führt. Am Beispiel des Rauchens relativiert sich diese Behauptung jedoch. Nikotin, das als der aktive Wirkstoff im Tabak gilt, führt für sich allein beim Tier auch noch nicht zu einer Entkopplung. Im Tabak befinden sich aber noch 3000 weitere Inhaltsstoffe, darunter auch sogenannte Monoaminooxidase-Hemmer. Wenn diese mit Nikotin vermischt und Tieren injiziert werden, beobachten wir eine Entkopplung. Beim Cannabis befinden wir uns in der gleichen Situation. Es kann also sein, dass jemand, der Haschisch in Verbindung mit Tabak zu sich nimmt, eine solche Entkopplung erzeugt und dass das Haschisch zum Suchtstoff wird, weil es zusammen mit Tabak eingenommen wurde. Schließlich wird es häufig so geraucht. Sie sehen also, wie komplex das Ganze ist. Die Tierversuche, die wir mit den reinen Substanzen durchführen, sind nur bedingt mit dem wahren Leben vergleichbar. Die Situationen dort sind nämlich immer ein wenig anders gelagert. Was also passiert im wahren Leben? Wer sind die Patienten, die wegen des problematischen Konsums von Cannabis in Suchttherapiezentren überwiesen werden? Das gängige Patientenprofil sind Personen, die nicht nur Cannabis konsumieren. Oft sind sie gleichzeitig Raucher und Trinker und sie sind mittleren Alters, zwischen 18 und 35 Jahren. Sie kommen her, weil sich erste Schäden und Beeinträchtigungen zeigen. Die Hauptbeeinträchtigung, die genannt wird, ist ganz einfach. Es ist das Gefühl, nicht mehr ohne den Stoff auszukommen. Es entsteht also ein Gefühl der Abhängigkeit. Aufgrund dieser Abhängigkeit rät Dr. Benjamina teilweise auch zu einem kurzen stationären Aufenthalt, zu einer Entziehungskur. Lange wurde geglaubt, dass Cannabis keine Entzugssymptome hervorrufen könnte. Dabei wurde der Denkfehler gemacht, nach bereits bekannten Entzugssymptomen Ausschau zu halten, wie Schwitzen und Herzklopfen beim Alkoholentzug oder körperliche Schmerzen beim Heroinentzug. Aber Cannabis führt auch zu Entzugssymptomen. Wir haben es hier mit Schlaflosigkeit und mit Faszikulationen zu tun. Das sind kleine Muskelkontraktionen. Auch Reizbarkeit wird beobachtet, sowie ein depressives Syndrom, das zwar nur sehr leicht ausgeprägt, aber durchaus vorhanden ist.
Wie wird diese Abhängigkeit von Menschen erlebt, die davon loskommen wollen? Hier die Geschichte von Elodie, 33. Ich bin Mutter von zwei Kindern und habe schon seit meinem 15. Lebensjahr Haschisch geraucht. Während der Schwangerschaften und der ersten Monate zu Hause habe ich jeweils einen Entzug durchgemacht, den ich sehr gut verkraftet habe. Aber irgendwann dachte ich, nur ein kleiner Zug, ausnahmsweise, und bin schnell wieder in einen exzessiven und maßlosen Konsum abgerutscht. Als ich sah, dass mich auch die Liebe zu meinen Kindern nicht vom Haschischrauchen abhalten konnte, hat mir das Angst gemacht. Das führte auch dazu, dass ich mich zunehmend isolierte und leicht paranoid wurde. Ich habe wohl keine andere Wahl, als mich von Cannabis fernzuhalten. Sie dachten also bisher, Sie könnten es konsumieren? Genau. Bisher dachte ich, durch das Aufhören hätte ich genügend Kraft und Abstand gewonnen, um wieder maßvoll konsumieren zu können. Aber das stimmt nicht. Ich stelle fest, dass ich eine große Schwäche gegenüber diesem Stoff habe und ich sofort wieder in Exzesse verfalle, dass ich es maßlos und unvernünftig konsumiere. Ich komme seit einem Jahr alle 6 Wochen in seine Sprechstunde. Das ist ein recht loser Therapierahmen, würde ich sagen. Was haben Sie vor, um diesmal einen Rückfall zu vermeiden? Ich verlasse mich auf meine Willenskraft und die Vorteile, die mir das Aufhören gebracht hat. Und die spüren Sie? Ja, absolut. Von Anfang an. Ich habe mich der Außenwelt stärker geöffnet, wurde dynamischer, fühlte mich wohler in meinem Leben und in meiner Haut, war eher bereit, mich meinen Problemen zu stellen und hatte eine größere Selbstachtung. Es ist, als wäre ich in meinen eigenen Körper und in mein Leben zurückgekehrt, als hätte ich wieder die Kontrolle gewonnen, nachdem ich lange Zeit geschlafen habe. Ich war wie im Schwebezustand. Die Schule von Charles O'Brien und George Woody hat eine Arbeit veröffentlicht, die berühmt geworden ist. Sie erschien 1993 in der Zeitschrift Addiction. Sie hatten das Suchtpotenzial verschiedener Stoffe verglichen. Dabei kam etwas extrem Wichtiges heraus. Wird die Intensität der Abhängigkeit kumuliert und in einer Häufigkeitsverteilung dargestellt, so hat Tabak das höchste Suchtpotenzial, gefolgt von Kokain. An dritter Stelle kommt das Heroin, an vierter der Alkohol und an letzter Stelle das Cannabis. Dies würde erklären, weshalb ein großer Teil der 3 Millionen Europäer, die täglich Cannabis konsumieren, keines der Probleme zeigen, die normalerweise mit einer Drogensucht einhergehen. Die Mehrzahl der von uns interviewten Gewohnheitskonsumenten gebraucht es täglich und sind aus gesundheitspolitischer Sicht Intensivkonsumenten, weil in dieser Gruppe auch Leute sind, die bis zu 20 Joints am Tag rauchen. Bei den meisten haben wir es mit einem Konsum von 5 bis 6 Joints täglich zu tun. Die meisten dieser Leute sind gesellschaftlich gut integriert, haben eine Ausbildung abgeschlossen und sind berufstätig. Bei ihnen hat der Cannabiskonsum keine sozialen Probleme hervorgerufen. Er hat sie nicht daran gehindert, ihr Leben so zu führen, wie sie es sich vorstellten. Also ich gehe davon aus, dass ein intensiver Gebrauch, wobei man sich streiten muss, was heißt intensiv. Ja? Zumindest wenn ich sage, ein täglicher Gebrauch von Cannabis hat sicherlich Auswirkungen. Es muss nicht so sein, dass diejenigen nicht zu sehr viel in der Lage sind zu leisten, ja? Wie wir das auch bei Alkoholkonsum wissen, wo jetzt auch ja trotz regelmäßigen Konsums des Alkohols man viele Aufgaben auch bewältigen kann. Ja? Es ist dann sehr von der individuellen Person abhängig, wie die Cannabiswirkung im Lebensvollzug eingebaut wird. Ja? Von daher kann man noch nicht das an der eindeutigen Menge festmachen. Dennoch, denke ich, kann man eins ganz klar sagen. Problematisch ist der Konsum, wenn er in sehr früher Jugendzeit beginnt. Die Gefährdung durch frühzeitigen Konsum ist der Punkt, über den sich Forscher aller Richtungen einig sind. Die Phase der Vorpubertät bis zum Ende der Pubertät spielt eine Schlüsselrolle für die Gehirnreifung. Die Rolle der Cannabinoide während dieser Phase ist inzwischen etwas besser untersucht. Bisher ist noch vieles unbekannt, aber eines ist sicher. Das Endokannabinoid-System spielt bei der Gehirnreifung eine Rolle.
Wenn wir juvenilen, also vorpubertären Ratten THC verabreichen, beobachten wir sehr langfristige Veränderungen bei der erwachsenen Ratte. Vor allem Anomalien im Bereich der Reizfilterung, der Aufmerksamkeit und der sozialen Interaktion. Wir wissen auch, dass die gleichen Tests an erwachsenen Ratten mit gleicher Dosierung über die gleiche Dauer zu ganz anderen Auffälligkeiten führen, die auch wesentlich geringer ausgeprägt sind. Einmal vorausgesetzt, unser Modell der Entkopplung sei richtig, dann ist es wichtig zu wissen, dass die Kopplung der beiden Systeme nach der Geburt stattfindet. Bei seiner Geburt verfügt das Individuum noch über relativ wenige Modulationssysteme, von denen wiederum nur ein paar wenige bereits funktionsfähig sind. Das Zusammenspiel zwischen diesen Systemen entwickelt sich in Abhängigkeit vom Umfeld in den ersten Lebensjahren bis zur Pubertät. Wie stabil diese Kopplung ist, hängt also auch von der individuellen Vorgeschichte ab. Deshalb hängt es auch von der Vorgeschichte des Einzelnen ab, wie stark diese Systeme zur Entkopplung neigen. Einer der wichtigsten prognostischen Faktoren für die Entwicklung einer Sucht und die Anfälligkeit für den Konsum anderer Drogen ist das Alter, in dem der erste Drogenkontakt stattfindet. Und zwar unabhängig von der Art der Droge. Wenn schon sehr früh in der Jugend ein Drogenkonsum stattfindet, ob von Cannabis, von Alkohol oder von Tabak, so wirkt sich dies negativ auf die Suchtentwicklungsprognose aus. Derzeit findet der durchschnittliche Erstkontakt mit Cannabis im 16. Lebensjahr statt. Mit 15,2 Jahren, also etwa zur Zeit des Übertritts von der Sekundarstufe 2 auf die Oberstufe. Diese Altersgrenze ist relativ stabil. Es ist nicht so, dass sich der Zeitpunkt weiter nach vorn verschieben würde. Dennoch stellen wir bei den Untersuchungen fest, dass es auch einen nicht zu vernachlässigenden Anteil von Jugendlichen gibt, die mit Cannabis schon viel früher anfangen, mit 12, 13 Jahren. In manchen Untersuchungen sogar schon mit 10 oder 11. Hier fängt es an, gravierend zu werden. Diese Untergruppe von Jugendlichen, die besonders anfällig für den Cannabiskonsum ist und die es überall in Europa gibt, zeigt ein ganz anderes Profil als drogenabhängige Erwachsene. Im Pariser Notfallzentrum leitet Olivier Faure eine Sprechstunde, die sich ganz auf solche Fälle spezialisiert hat. In unserer Sprechstunde für jugendliche Süchtige haben wir es mit Teenagern und Eltern, die unter Suchtproblemen leiden, zu tun. Dazu gehören vor allem Cannabis, Alkohol, Rauchen und Videospiele. Wir Eltern haben erst gar nicht gemerkt, dass er Cannabis raucht. Jemand aus seiner Schule hat uns darauf aufmerksam gemacht. Er wurde plötzlich sehr verschlossen, wollte niemanden mehr sehen. Er sperrte sich in seinem Zimmer ein und nichts interessierte ihn mehr. Die Eltern stellen oft einen Abfall in den schulischen Leistungen fest, den sie auf einen wahrscheinlichen Konsum von Cannabis und Alkohol zurückführen. Das ist meistens der erste Anstoß, in die Sprechstunde zu kommen. Der zweite ist die Stimmung innerhalb der Familie, das Nicht-Einhalten von Regeln und das Gefühl, keinerlei Zugang mehr zu dem Jugendlichen zu haben. Es gibt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen schulischen und familiären Schwierigkeiten und Cannabiskonsum, wie Henne und Ei. Was zuerst da war, ist schwierig zu sagen, aber es besteht ein eindeutiger Zusammenhang. Es handelt sich hier um einen Jugendlichen, der sich wegen starken Alkohol- und Cannabiskonsums an uns gewandt hat. Dieser Konsum wirkte sich bei ihm schulisch aus. Er hat die Schule verlassen und nun keine echte Zukunftsperspektive mehr. Außerdem wirkte sich auf die familiären Beziehungen aus, da die Familie erschöpft davon ist, ihn von diesem Konsum abzubringen. Und auch das Umfeld hat mitgelitten. Bonjour. On y va? Oui. Warum sind Sie vor anderthalb Jahren hergekommen? Was ist damals passiert?
Ich kam mit meiner Mutter her, weil sie mir dringend dazu riet, mich vorzustellen. Ich wurde immer nervöser und hatte einige Probleme im Zusammenhang mit Cannabis. Mein Verhalten war sehr sprunghaft, das war sehr unangenehm. Durch das Cannabis fühlte sich alles, was mich berührte, so an, als würde es brutal auf mich einstürzen. Ich empfand alles viel stärker und tauchte in meine Vorstellungswelt ab. Ich malte mir alle möglichen negativen Dinge aus und ich war dadurch ein bisschen durchgeknallt. Zu Hause mit mir zusammenzuleben war nicht mehr möglich, wenn ich mich nicht in den Griff bekäme. Beim Cannabis argumentieren wir statt mit pathologischen Auswirkungen lieber mit dem Chancenverlust für die Zukunft. Ein Jugendlicher, der Cannabis konsumiert, muss nicht unbedingt Krankheitszeichen entwickeln, aber er versäumt die Chance auf eine Ausbildung, die er hätte durchlaufen können, wenn er das Cannabis nicht konsumiert hätte. Er hätte seine Beziehungen auch ganz anders gestalten können und hätte zumindest noch ein letztes Mal vernünftig mit seinen Eltern reden können, wenn er kein Cannabis konsumiert hätte. Wenn ein Jugendlicher in einem behüteten Kontext aufwächst, wo es nicht allzu große Probleme gibt, und seine Beweggründe, Cannabis zu konsumieren, eher die Geselligkeit und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sind, also beim Feiern oder zur Entspannung, so ist nicht mit größeren Problemen zu rechnen. Wenn ein Jugendlicher jedoch Probleme hat und sein Beweggrund für den Drogenkonsum der Wunsch nach Rückzug oder Vergessen ist, dann handelt es sich um eine Ausweichstrategie. Und Cannabis kann in diesem Fall die Schwierigkeiten verstärken. Wir leiden doppelt, weil wir keine Ahnung haben. Es wurde uns zwar theoretisch erklärt, aber wir haben selbst nie Drogen genommen. Deshalb wissen wir überhaupt nicht, was in dir vorgeht. Wenn ich Cannabis rauche, befinde ich mich in einem Betäubungssystem. Ich bin dann wie betäubt. Aber dass dann natürlich sich die Probleme, auch Suchtentwicklungsprobleme, sich verstärken. Ja, je mehr Mischkonsum betrieben wird, desto problematischer insgesamt sind auch dann die Entwicklungsverläufe gerade der jungen Menschen. Also wir beobachten es gerade bei sehr jungen, die ja heutzutage auch sehr früh einsteigen in den Konsum und dann sehr hoch dosiert sowohl den Alkoholkonsum als auch den Cannabiskonsum betreiben. Ja, diese Gruppe macht uns besondere Sorgen. Nicht so sehr Jugendliche, die halt experimentieren, mit 16, 17 mal Joints auf Partys rauchen und einen Spaß dabei haben und dann irgendwann wieder sozusagen mit Anforderungen einfach ihren Konsum beenden. Ähnliches hören wir in der Genfer Fondation Phoenix, wo vor allem ein Punkt hervorgehoben wird, der alle Jugendlichen in großen Schwierigkeiten verbindet. Ihr Cannabiskonsum ist Teil einer komplexen Gesamtproblematik. Wir haben es mit immer mehr Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen zu tun, die mehrfachen Missbrauch betreiben, die einen massiven Cannabis-, Alkohol- und Ecstasy-Konsum haben. Was sich auch verändert hat, ist die eingenommene Menge. Wir erleben heute Jugendliche mit einem massiven Konsum, nicht abends auf einer Party, sondern schon auf nüchternen Magen, um einen maximalen Effekt zu erreichen. Dies ist Zeichen einer Risikobereitschaft, die es so bisher nicht gab. Und im Grunde besteht immer ein Zusammenhang mit einer problematischen Familiensituation, unter der der Jugendliche leidet. Typisch sind massive, anhaltende Konflikte zwischen den Eltern, ob das Paar nun verheiratet ist oder nicht, aber mit wiederholten Szenen verbaler oder körperlicher Gewalt. All das gehört zum klassischen Bild. Auch ein schlechtes Verhältnis zwischen Eltern und Jugendlichen in der Pubertät ist ein charakteristisches Zeichen für dieses Profil. Wir dürfen uns deshalb nicht darauf beschränken, nur den Cannabiskonsum zu behandeln und die anderen Aspekte darüber zu vernachlässigen, weil sie sich gegenseitig speisen. Welche Behandlung ist die richtige, wenn alle gravierenden Probleme in Zusammenhang mit Cannabis zusammenkommen?
Aktuell für uns das wichtigste Angebot, was beforscht wird, ist im Rahmen des InCAN-Projektes die multidimensionale Familientherapie, die speziell für Jugendliche unter 18 und deren Familienangehörigen und anderen Bezugspersonen entwickelt wurde. Das Programm InCAN verfolgt in 5 europäischen Ländern ein Familientherapiemodell, das sich der Gesamtproblematik dieser Jugendlichen annimmt. Wir versuchen in den Familiensitzungen die Kommunikation, die oft negativ ist oder die zum Teil gar nicht mehr stattfindet, wieder zu verbessern. Ja? Und damit eine Nähe und auch längerfristig wieder ein Vertrauen zwischen den Familienmitgliedern herzustellen. Nur wenn die Eltern es schaffen, wieder auch Vertrauen aufzubauen zu ihren Kindern, haben sie auch eine größere elterliche Autorität wieder und können auch sagen, was ihre Jugendlichen, ihre Kinder sozusagen machen sollen und was nicht. In Genf hat sich Familie Boucher dem Familientherapiemodell unterzogen, das vom InCAN-Programm getestet wird. Es handelt sich um einen Fall, der mir vom Gericht zugewiesen wurde. Quentin war damals mit 15 Jahren im Jugendstrafvollzug gelandet. Er wurde wegen illegalen Handels mit Cannabis inhaftiert. Das war ein echter Schock. Obwohl wir wussten, dass er Hasch rauchte, so wie viele andere Jugendliche. Aber wenn die Polizei plötzlich das Zimmer des eigenen Sohnes auf der Suche nach Stoff durchkämmt, anfangs wussten wir nicht genau, was wir wollten. Wir wollten einfach nur, dass uns jemand hilft und dass wir das Thema angehen können, denn wir waren alle verzweifelt. Wir sind hauptsächlich meinetwegen hier gelandet, aber das Problem lag nicht nur bei mir, wie ich finde, sondern bei der ganzen Familie. Wir sind seit über 10 Jahren geschieden und es herrschten ständige Streitigkeiten zwischen uns beiden. Es gab sehr viele Dinge zu regeln und er war nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe es nicht geschafft, ganz aufzuhören, aber die Therapie hat mir trotzdem sehr gut getan. Bei der Arbeit rauche ich nicht mehr, während ich früher zum Beispiel im Unterricht oft komplett stoned war. Zu Philipp Nielsens Ansatz gehörte auch, dass er uns zwar gelehrt hat, Regeln aufzustellen und einen Rahmen zu schaffen, aber auch eine neue Sichtweise gegenüber dem Problem einzunehmen und es weniger eingeschränkt zu betrachten. Nicht um es zu erlauben, aber um wenigstens darüber reden zu können. Für mich war das der größte Nutzen. Und der zweite große Nutzen war, so unglaublich das klingt, die Verbesserung der Situation mit meinem Ex-Mann, was die Familie betrifft. Wir bleiben die Eltern unserer Kinder. Und das ist uns erst durch diese Therapie gelungen. Und es lässt sich kaum ermessen, was das bedeutet. Dieses InCAN-Programm, das die Wirksamkeit der Familientherapie und der Therapie außerhalb der Familie in Europa testet, bringt meines Erachtens frischen Wind in die Behandlung von Jugendlichen mit Drogenproblemen. Und da geht es nicht um ein Verdammen von Drogen an sich, sondern um eine Vermeidung von sehr frühen Einstieg und hohen Missbrauch im Jugendalter. Und ich denke, dass man sich auf diese Aspekte konzentrieren muss. Risiken mindern und da, wo Probleme aufgetaucht sind, dann sehr schnell und effektiv zu intervenieren. Wir sind endlich in der Lage, die Erwachsenen anzuleiten, die die vorderste Front bilden. Eltern, Erzieher und Lehrer. So können wir sie dafür sensibilisieren, nicht nur einen problematischen Cannabiskonsum zu entdecken, sondern auch eine vielleicht vorübergehende Krise, die dadurch verlängert werden kann. So können sie direkt und gezielt auf die Jugendlichen eingehen. Ich glaube, das hat wirklich Vorrang. Noch vor 5 Jahren haben 6,1% aller europäischen Jugendlichen regelmäßig Cannabis konsumiert. Die gute Nachricht ist, dass heute nur noch 3,4% betroffen sind. Aber wie weitreichend ist letztendlich das gesundheitspolitische Problem, das sich durch Cannabis europaweit ergibt? Und in welchen Fragen werden sich die europäischen Länder am ehesten aufeinander abstimmen? In Paris, wo es heftige Debatten zum Thema gibt, wird unterstrichen, dass die Antworten der Wissenschaft auch ihre Grenzen haben. Cannabis birgt das perfekte Konfliktpotenzial, denn hier ist alles gegeben. Es ist ein Genussmittel, es wirkt leicht bewusstseinsverändernd, es kann sich verkehrsgefährdend auswirken, es kann durch Alkohol potenziert werden.
und es macht die allermeisten Konsumenten nicht abhängig. Bei manchen kommt es jedoch zu einer psychischen Abhängigkeit, von der unbekannt ist, ob sie wirklich mit dem Cannabis zusammenhängt oder mit der Tatsache, dass diese Leute gleichzeitig Alkohol zu sich nehmen oder es in Verbindung mit Tabak rauchen. Wie Sie sehen, ist keine dieser Fragen endgültig gelöst. Wir wissen auch nicht, ob Cannabis zu einer Psychoseproblematik führt. Die Antwort lautet, ja, vielleicht. Aber immer wenn es so ist, ist die Wirkung nicht besonders stark. Das ist wie ein gordischer Knoten. Und jeder, der sich mit seiner Meinung darauf stürzt, vertritt potenziell die gegenteilige Ansicht wie sein Vorgänger und muss damit nicht einmal falsch liegen. Unser derzeitiger Wissensstand über das Cannabis zeigt einige objektive Risiken, vor allem zwei. Das erste ist die Krebsproblematik, die bei allen Stoffen besteht, die in Form von Verbrennungsprodukten konsumiert werden. In Frankreich rauchen 26,5% der Bevölkerung täglich. 2,3% sind regelmäßige Cannabiskonsumenten. Kürzlich wurde auch die Gefahr der Unfallsterblichkeit auf der Straße in Zusammenhang mit Cannabis dokumentiert. Sie wird auf rund 200 Todesfälle im Jahr geschätzt. Von 4.620 tödlichen Unfällen im Jahr gehen laut Schätzungen 1.300 auf das Konto des Alkohols, 200 auf das von Cannabis. Die beiden wichtigsten gesundheitspolitischen Themen sind das Rauchen und der Alkoholkonsum. Wir haben es bei diesen Stoffen mit gesamtgesellschaftlichen Kosten und einer Sterblichkeitsrate in einer Größenordnung zu tun, die sich in keinster Weise mit der von Cannabis vergleichen lässt. Bei der EBDD wird eher auf die Dauer geachtet, mit der bestimmte Einschätzungen von Expertenkomitees verschiedener Länder geäußert werden. Viele Länderregierungen wie Australien, Kanada, Neuseeland und die USA sowie die Schweiz, Großbritannien und Frankreich in Europa haben versucht herauszufinden, wo die tatsächlichen Gefahren von Cannabis liegen und wie am besten damit umzugehen ist. Wir haben drei Punkte herausgearbeitet, die wir in allen Berichten wiedergefunden haben. Der erste Punkt ist, dass Cannabis keine harmlose Substanz ist. Dies kam in allen Berichten klar zum Ausdruck. Es ist nicht einfach wie klares Wasser. Es sind bestimmte Gefahren mit seinem Konsum verbunden. Zweitens hat sich jedoch herausgestellt, dass diese Gefahren in ihrer Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit und in ihrer rechtlichen Regulierung überschätzt wurden. Der dritte Punkt ist eher eine Empfehlung, die wir all diesen Berichten entnommen haben. Statt mit Haftstrafen sollte dem illegalen Gebrauch von Cannabis besser mit alternativen Lösungen begegnet werden. Mit Geldstrafen, Beratungen oder Behandlungen. Oder, falls notwendig, mit administrativen Sanktionen. Fast jeder Wissenschaftsausschuss, der zum Thema Cannabis konsultiert wurde, kam zu dem gleichen Schluss. Warum also stützt sich Europa nicht auf diese gemeinsamen Erkenntnisse, um seine Politik abzustimmen? Wir tun, was wir können, aber mit Ihrer Frage wollen Sie vermutlich herausfinden, inwieweit wir die Politik beeinflussen. Da muss ich Ihnen sagen, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Wir stellen der Politik unsere Informationen und Analysen zur Verfügung, aber dann ist es an ihr, die entsprechenden Entscheidungen zu fällen. Es gibt mehrere Unterschiede, aber sie hängen alle damit zusammen, dass nach internationalem Rechtsverständnis mit einigen Einschränkungen der Besitz von Cannabis eine Straftat ist. Obwohl wir heutzutage über Cannabis eher aus gesundheitspolitischer Sicht diskutieren, dürfen wir nicht vergessen, dass es auch einen strafrechtlichen Hintergrund gibt. Insofern ist dies immer Abwägungssache. Und jedes Land versucht, sein eigenes Gleichgewicht zwischen dem strafrechtlichen und dem gesundheitspolitischen Aspekt zu finden. Es besteht tatsächlich eine widersprüchliche Haltung in Bezug auf Cannabis. In einem Land steht auf dem Besitz von Cannabis eine Nacht im Gefängnis. In einem anderen Land ist es frei verkäuflich. Diese Unterschiede sind da und dies wird weiterhin für Gesprächsstoff sorgen.
Die gesundheitspolitischen Fragen ähneln sehr stark denen, die unser massiver Konsum von legalen Drogen hervorruft. Wir sehen uns mit unserer eigenen zwiespältigen Haltung in dieser Frage konfrontiert. Es gibt keine gemeinsame europäische Politik im Hinblick auf Alkohol. Die Altersgrenzen variieren. Wer darf Alkohol kaufen, ihn trinken und wo darf er getrunken werden? Es gibt auch keine gemeinsame europäische Politik über das Rauchen. Cannabis ist im Unterschied dazu natürlich eine illegale und keine legale, den Marktgesetzen unterworfene Droge. Aber diese drei Dinge werden dennoch oft in einem Atemzug genannt. Also können wir auch den politischen Umgang damit vergleichen und sagen, es gibt keine gemeinsame europäische Politik in den anderen Fragen, weshalb also ausgerechnet für Cannabis? Keine neuronalen, sondern politische Veränderungen vollziehen sich derzeit in Lateinamerika. Wohin führen Lula und Chavez den Kontinent? Gleich fragen wir nach.